Hallo zusammen, zurück in der Irrenanstalt bei Get Even. Wir sind hier noch im Spielzimmer, nennen wir es mal Spielzimmer. Und wir sollen fortfahren, wurde uns gesagt. Kann ich jetzt hier die... Nee, kann ich nicht. Ich bin... Was ist denn das? Was steckt da im Kopf? Eine Kugel? Wessen Scan war das? Ich nehme mal hier... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Handy oder die Waffe nehmen soll. Auf jeden Fall kommt hier was, was wir scannen können. Let me give you an example. How old are you? 25? Right. Let's imagine tonight you're walking home after work. You see a horse in the middle of the street and you're scared. You start uncontrollably panicking. Your heart is pounding. Your hands get sweaty. You don't understand what's happening to you. And you're an adult, for Christ's sake. You shouldn't be scared of a horse. Now, you've no way of knowing what the root of this phobia is, but my therapy will make everything clear for you in an hour, maybe less. Perhaps when you were 2 or 3 years old, your brother snuck into your room one night, wearing a horse mask on his head. Perhaps he just stood there staring, watching. Breathing, waiting. You woke up and you were terrified. I call it TRT, toy regression therapy. Give patients toys or mementos from their childhood and the psychoanalytic magic works miracles. Ach, Party ruft er die ganze Zeit. Hier war doch eben schon wieder. Irgendwo diese drei Punkte, ne? Was man hier so scannen könnte. Ach, hier. Jetzt nicht mehr. Da, der Hase. Den hatte der doch in seiner Zelle gehabt. Wieder einer rum. So. Keine Klinke dran. Machen wir mal so. Nee, nicht das, sondern scannen bitte. Nee, doch nicht. Die Puppen will er nicht scannen. Nein. Viele Patienten in Lisas behaupten, den Marionettenspieler gesehen zu haben. Gerüchten zufolge streift er die Anstalt seit Jahrzehnten im Verborgenen, zieht überall seine Fäden und zeigt uns die Wege, auf denen wir folgen müssen. Ich selbst habe ihn nie gesehen, aber ich fürchte den Tag, an dem ich ihm begegne. Okay. So, Waffe, die Puppe zeigt mir zu sehr in diese Richtung. Na! Ja. Ach du meine Güte. You always seem real to me, even before I got here. The puppet master, the one in control. Because I sure as hell wasn't in control. I felt like shit for as long as I can remember. Everyone was mean to me in school, I was constantly bullied. But I assumed it would stop once I was an adult. Because I believed adults would be too busy to waste time on hurting the people around them. Well, I was wrong. So I found comfort in pills and drinking. But there was always this presence. Like an enormous hand hovering over me. It wasn't my decision to go there and start shooting those people. I'm surprised it's the only thing missing from those CCTV recordings. The black strings coming out of my hands and feet. And the shadow looming over those poor bastards when I was finally made to pull the trigger. Hmm.
die Puppe saß, stand da wie Buh. Jetzt haben wir ja auch einen Brief. Jetzt ruft er The Puppet Master da. Der Marionettenspieler ist nicht der Mann im Rampenlicht. Es ist auch nicht Dr. Benway, der die Lieshurst-Anstalt bis zur Schließung leitete. Einige sagen, es gibt gar keinen, der die Fäden zieht, denn wir sind alle dazu verdammt, der Dunkelheit anheimzufallen. Ist das überhaupt möglich? Marionettenfäden an unseren Händen, aber niemand da, der sie zieht. Gute Frage. Jetzt ist ja gut. Sagen wir mal, der Boden ist schief, deshalb rollt das Ding. 1 to 10. How much did this new treatment help you to discover your inner self? Inner self? I'm no such thing. Please. I just wanted to serve my country. Don't change the subject. I'll ask again. On a scale of 1 to 10. You made them cut my fucking arms off. My fucking... We did it to save your life. That landmine. I will end you, motherfucker. I will crush your fucking throat. How? You have no arms. But you seem to be much less concerned about your past mistakes now, so let's call that a 9, shall we? Jetzt macht doch mal alle nicht so einen Lärm hier. Bitte, kann ich ja sowieso nicht mitnehmen, hab ja genug. Wieso kann ich keinen Ersatz weiter mitnehmen? Ist noch ein Brief? Nee, kein Brief. Patientenakte. Geschätzte Amputierte. Wieso? Okay, was wurde denen amputiert und warum? Closing Lithurst. I mean, it's a sad, sad day for psychiatry. And for people with mental health issues all over the world. I only helped my patients get better. Nothing more. And there's one thing I just don't understand. Why do the media still criticize my methods? How dare they? What about my results? Hmm? Not one idiot journalist ever asked how many of my patients were cured. Not one. And I know why. It's because my patients got better. All of them. Even those who died. Especially those who died. Der liegt wieder im Toter. Den wollen sie nicht scannen. I'm grateful, O great ones, for allowing me this glorious service. Not only I have managed to free a handful of souls of their vessels, but I found new conducts to help me spread the light. So we will become one, it is. Hat der das geschrieben? Oder der Puppenmaster? Ich weiß es nicht. Oh, es hat aufgehört. Jawohl. Bitte Waffe. Was geht hier vor? You, my savior. I said you wouldn't regret letting me go. This is my art. All my brothers. Das ist der, den wir freigelassen haben. Oh Gott, der hat den. You killed all those people. Wir haben den Puppenmaster freigelassen. No, you cannot kill what does not live. They are free, and you will join them soon. Your dopamine levels have spiked. Are you
enjoying this, Mr. Black? Nein, ich freue mich nur, damit wir, dass wir weiterleben können hier. Kann ich den jetzt scannen vielleicht? Nee, will er nicht. Wir haben Ramses neuen Prototyp getestet. Es ist noch weit von dem nächsten großen Hammer entfernt, auf den wir alle gehofft haben. 5 von 6 Testpersonen haben von schweren VR-Krankheitssymptomen berichtet, größtenteils Kopfschmerzen und oder Übelkeit. Haha, Motion Sickness kenne ich. Auch bei der sogenannten Gedankenvisualisierung sind ein paar schwerwiegende Probleme aufgetreten. Die Testpersonen haben von frakturierten Gedächtniswelten berichtet und beschrieben das Gesamterlebnis als verwirrend. Ich denke, das sollte jemand direkt mit Ramsey besprechen. Wir wollten das Ding nächstes Jahr und nicht im nächsten verdammten Jahrzehnt verkaufen. Bitte um Rückmeldung. Dass diese Brillen, die alle aufhaben, möglich war. Der König des Rollstuhlturms, Maestro Barry. Er ist total durchgeknallt. Er sagt, er wird einem die Augen ausfressen, wenn man ihm zu nahe kommt. Wer ist das da? Huch! Nein! Was habe ich getan? Jetzt habe ich mehr Irre freigelassen. Na schön. Das so? La 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 la, ja. Der ist toll, der Hutmacher. Fand ich in Alice im Wunderland immer super. Gut, hier kommen wir jetzt aber nicht mehr lang. Also doch oben. Hier geht es auch nicht lang. Zu. Jetzt habe ich mir hier die Tür aufgemacht. Aber ich habe natürlich auch die anderen da freigelassen. Super. Hallo. Du bleibst da oben, ne? Auf dem Rollstuhlturm. Robert Ramsey Genius or Shaolin. Du musst doch hier irgendwo sein, Junge. Ich kann natürlich auch die Dings anmachen, die Karte. Aber ich will jetzt lieber die Waffe gezogen lassen. About our first lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Na, wir gucken uns erstmal das hier an. Irgendein Bericht. Vorfall. Shane Carris, Name des Informanten. Vorfall, Verkehrsunfall, Detailinformation. Am Montag, 20. Juni um 4.26 Uhr. Wurde die Polizeistation von Beetle telefonisch über einen Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Pike Hill auf der Route 10 in Kenntnis gesetzt. Bei Ankunft am Unfallort fanden wir ein Fahrzeug im nahegelegenen Wald vor. Maßnahmen. Der Wagen war offensichtlich gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen. Aus diesem Grund haben wir Feuerlöscher eingesetzt und konnten das Feuer schnell löschen. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass sich der Unfall infolge stark erhöhter Geschwindigkeit ereignet hatte. Im Fahrzeug befanden sich keine Insassen. Bei weiteren Untersuchungen fanden wir eine Blutspur, die tiefer in den Wald führte, konnten aber keine Personen auffinden. Der Fahrer konnte also noch am Leben sein. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Vernehmung. Der Tod von Jasper Prado verbleibt unaufgeklärt. Chadwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Chadwick hat mit
John Linden, der ist ja hier Insasse, und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Prados Telefonliste gab es noch jede Menge weiterer Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen all seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Name des Informanten Jacob Singer. Möglicher Mordfall in einem verlassenen Lagerhaus. Detailinformation: Am 20. Juni, kurz vor 14 Uhr, wurden wir telefonisch über den Fund einer männlichen Leiche im leerstehenden Lagerhaus nahe der Route 10 informiert. Die zum Tatort entsandten Polizisten konnten bestätigen, dass das Opfer den Augenschein nach durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität eine forensische Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Maßnahmen der Ermittler konnte... Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 Meter von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmen. Die Waffe konnte als selbstladende, von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden. Ja, da war noch so ein Aufnahmegerät. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Detective Hector Chadwick, Examensabschluss in Kriminologie 1996, arbeitet seit 1997 für die Polizei von East Barbern, kam 99 zum Severn Polizeidezernat und wurde 2002 zum Detective befördert. Gut, ist zu. Ja, toll. Achso, ich sollte auf das Foto gucken, hat er ja gesagt. Ja. So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Ne, ich habe immer noch die gleiche Waffe. Ich habe eine Nachricht erhalten. Black, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. 20. Juni 2015, 15 Uhr. Jesus, man. Get your hands off. Money for any of this. Shut up. Move. Da ist der Stuhl, das Mädchen drauf gesessen hat. I know this place. This is where the explosion happened. Ah, yes. Your mind is preoccupied with the explosion, Mr. Black. The Pandora can only process what your brain offers. Concentrate only on the memory at hand. I am trying. Then try harder. No worries, Chief. Glad to be aboard. Not a hair on her head. Trust me. You brought me here. Fuck you. Red? Hey, Red! What the hell is this? None of this makes any sense. You are here because you have formed a mental link between this man and the explosion. The Pandora is trying to decode the messages your mind is sending. Focus. That's it. The Pandora unit is offering you a pathway deeper into your memory. Pursue this. Focus and proceed. F-
focus and proceed. Remember, Mr. Black, human memory is unreliable at the best of times. I need you to work with my technology, not against it. Take in your surroundings and get as much information as you can. Wenn es nach Red ginge, würden wir ja nur Informationen sammeln. Das heißt, ich dürfte auch gar nicht schießen. Wie gesagt, ich habe gelesen, man könnte das Spiel durchspielen, ohne jemanden umzubringen, was allerdings wohl sehr schwer ist. Da geht's nicht weiter. Bloß an manchen Stellen scheint das ja... Okay, hier, da. Doch nicht so leicht zu sein. Police crime scene detected. Multiple homicide. Attending officers Fair and Chadwick. What are we looking at? Multiple homicide. No IDs. I will warn you though, Chief. Fucking stinks in there. Well, then it's a good job I skip breakfast. Come on. What the hell happened here? Oha. Die Klipsen sind jetzt alle weg, oder was? Die Gesichter sind doch alle ausgepixelt. Identification unconfirmed. Look at that. His entire face. There goes any dental match. Shot off his hands too. His fingerprints are a bust. Professional job. Shit, this many stiffs and no ID. We can link this to 100 cases. So, drug dealer is then. What do you reckon? Adam's family or one of my Turner's lot? Well, don't worry. Decide later. Get the uniforms to bag it all. I'm getting a little peckish. There's that new calf opened up next to the Nick. You fancy it? Red, what is this? You are trying to process too much, Mr. Black. The Pandora cannot keep up. Concentrate only on the man you came here to find. There, Mr. Black, right there. Use your scanner. Identify and consolidate your memory. Who is that man? Pandora will do the rest. Identification confirmed. Jasper Prado. Status, deceased. There's me thinking we can sort this out, my girls. If you want to do it, then at least look me in the fucking eye! Sir, we have a name then. Jasper Prado. Boy, here's the keys, you're driving. Oh, come on, Chief. Why have I always got to drive? Rank, son, rank. What now? How do I know this? You don't. The Pandora is cross-referencing your memory with any police files in the database. This memory is breaking down. You must move on. Die Resultate der Blutuntersuchung sind heute Morgen eingetroffen. Die DNA stimmt mit der DNA am Ort der Detonation überein. Chadwick behauptet, dass der gleiche Ort sei öfter als Unterschlupf von den Junkies der Gegend genutzt worden. Also muss Prado ein bekannter Drogenabhängiger und Dealer nicht zwangsläufig in die Entführung verwickelt gewesen sein. Erschossener identifiziert Leiche eines Erschossenen in der Lagerhalle nahe der Route 10 gefunden. Polizei hat nun herausgefunden, wer er ist. Von Brian Scott. Letzte Woche haben wir über den schockierenden Fund einer Leiche in einem verlassenen Lagerhaus an der Route 10 berichtet. Der Leichnam eines 40-jährigen Mannes wurde auf dem Boden der Haupthalle des Lagerhauses entdeckt. Der Mann war offensichtlich gnadenlos aus nächster Nähe erschossen worden. Laut einer Quelle wurde dem Opfer dabei das halbe Gesicht entstellt, sodass eine Identifizierung nicht möglich war. Die Polizei hatte nun herausgefunden, dass der Name des Mannes Jasper Prado lautet, ein stadtbekannter Söldner und Ex-Militär ohne festen Wohnsitz. Die mit dem Fall Prado beauftragten Ermittler Bart Fair und Hector Chadwick wollten sich zu diesem Fall nicht äußern. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unbekannt, ob es sich bei Prado um das einzige Opfer am Tatort gehandelt hat.
Focus and proceed. Ne? Z. Ergebnis der ballistischen Analyse, die Untersuchung der beiden Tatorte, Broomsgrove, Entführung von Jasper Prado und die aufgefundenen und analysierten Beweisstücke im Zusammenhang mit Waffen und Munition während der beiden polizeilichen Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass die Schützen von der Firma Advanced Defense Strategy hergestellte Waffen verwendet haben. Wir haben wieder dieses komische Klicken, ne? Wie ganz am Anfang. Das ist wie so ein Zeiger von einer großen Uhr sich anhört, finde ich. Also wie diese großen Uhren, die man so am Bahnhof oder so findet. Oder in der Stadt. Ja, Hilfe. Das ist das Mädel. This place again. Yes. Your mind is definitely throwing up some kind of link between this Jasper Prado and the explosion. I'm surprised it's this pronounced, though. As if something is bothering you. Wer ist Jasper? Kommt aus einer Familie der Arbeiterklasse. Vater war LKW-Fahrer, Mutter war Angestellte in einer Bar. Gute Leistungen in der Schule, verlor aber schnell das Interesse an Bildung und suchte sich seinen Kick woanders. Zum Beispiel Partys in Nachtclubs und beim Kiffen mit Freunden. Noch ein Brief. Oder Notizen, besser gesagt. Jaspers Vergangenheit und Verbindung nach seiner Armeezeit 1994 bis 96 arbeitete er als Söldner, bis er entlassen wurde und anfing, sich als Drogendealer zu verdingen. Aktuell verdient er sein Geld mit Gras, Hasch und Ecstasy-Geschäften, aber er hält auch noch Kontakt zu seinen alten Freunden. Ich denke mal, dass die Tür zu war, die da im Hintergrund war. Ach, wo sind wir denn jetzt? Black! For God's sake, hurry! I'm trapped! You can stop this! My readings indicate that you've engaged with an earlier point in the memory. Though we still don't know why you're here. I was here to stop Jasper getting killed, I'm sure. Careful, Black. You're dealing with raw theory. Pay attention to the facts only. You risk imminent corruption if you continue this course. Fuck you, Red. I know why I'm here. Den erschießen wir mal nicht. What's your problem? I won't tell you where I am. You need to back the fuck away now. This is out of your hands, and there's nothing you can do about it. So leave me the fuck alone and just let this run its course. Gehen wir mal durch den Polizisten durch. Klopf, 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 klopf. Mal einer auf die Tür. I believe you're missing some evidence, Mr. Black. Are you sure you found everything? Nö, wahrscheinlich nicht, aber ich bin einfach durchgegangen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Wir sollen also noch nicht durch die Tür gehen. Wo bist denn du? You can stop this. Detective Bart Fair missing. Nachdem er 4 Tage in Folge nicht bei der Arbeit erschienen war und auch seine Frau Jenny Fair ihn nicht erreichen konnte, wurde der 45-jährige Detective Bart Fair jetzt offiziell als vermisst gemeldet. Der Chronicle konnte mit Fairs Kollegen Hector Chadwick sprechen, der unbezahlten Urlaub genommen hat, um seinen Freund zu suchen. Bart ist ein großartiger Polizist, aber hat sich immer viel zu sehr in die Arbeit eingesteigert. Ein Mann sollte nicht für die Arbeit allein leben, schon gar nicht, wenn er eine Familie hat. Ich werde ihn finden, das kommt wieder in Ordnung. Detective Fair erhielt 2009 die Tapferkeitsauszeichnung der Polizei von Severn, nachdem er an der Station Moore Street in Birmingham einen geistesgestört mit einem Messer bewaffneten Angreifer mit einem Rugby-Tackling ausgeschaltet hat. Okay, Mordfallnummer oder Mordakte, ja?
Okay, Leute, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.